Hallo und herzlich willkommen bei Aquatotal, dem Aquaristikkanal. In diesem Video zeigen wir euch, wie wir die im JBL Artemio gezüchteten Artemia-Nauplien entnehmen und wie wir diese dann vorbereiten und verfüttern. Viel Spaß mit dem Video! In einem vorherigen Video haben wir euch gezeigt, wie wir mit dem hier gezeigten JBL Artemio Set Artemia Nauplien aus dekapsulierten Eiern ausbrüten. Heute sollen diese an unsere Fische verfüttert werden. Warum wir Fans von dekapsulierten Artemia Eiern sind, erläutern wir euch noch einmal in einem anderen Video. Oben rechts und in der Videobeschreibung der Link dazu. Dazu nehmen wir den Auffangbehälter und das Sieb, welche im Lieferumfang enthalten sind, und stellen diese unter den Brutbehälter. Als nächstes schalten wir die Luftversorgung ab. Jetzt wird sich der Großteil der Nauplien unten im Trichter sammeln. Nun öffnen wir den Ablasshahn am Trichter und sieben die Artemia aus dem Salzwasser heraus. Um noch letzte Salzrückstände zu entfernen, spülen wir die Artemia jetzt nochmal kurz mit klarem Leitungswasser ab. Wir wollen ja unser Aquarienwasser so wenig wie möglich belasten. Nun füllen wir etwas Leitungswasser in den Auffangbehälter und schütten die Artemia einfach dazu. Auch hier sammeln sich die Artemia jetzt unten am Behälterboden. Mit einer Kunststoffpipette entnehmen wir die Nauplien aus dem Behälter und können diese jetzt dosiert in die gewünschten Stellen im Aquarium einbringen. Seht euch hierzu auch die Videos an, in denen wir die Jungfische im Benchy-Aquarium oder die Fische und Garnelen im Schauaquarium füttern. Auch hier haben wir den Filter vorher wieder mit unserem Filtertimer von Revolt abgeschaltet. Warum wir den Revolt Filtertimer benutzen und was der Tolles kann, erläutern wir euch noch einmal in einem anderen Video. Oben rechts oder in der Videobeschreibung der Link dazu. Das war es auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und lasst uns einen Daumen nach oben da. Wenn ihr die Benachrichtigungsglocke aktiviert, werdet ihr immer über neue Videos auf diesem Kanal informiert. An dieser Stelle bedanken wir uns und sagen bis zum nächsten Mal.